Hallo, liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um einen der schönsten Erstfunde für uns im Pilzjahr 2021 und zwar um die Bischofsmütze oder auch Bischofsmützenlorchel. Die Bischofsmütze ist ein Folgezersetzer, den man vor allem im Herbst und Spätherbst finden kann. Die Bischofsmütze erscheint dabei immer auf totem Nadelholz, kann aber im Prinzip in allen Waldarten gefunden werden, in denen es totes Nadelholz gibt. Insgesamt ist die Bischofsmütze grundsätzlich als selten und damit als äußerst schonenswert einzustufen. Fruchtkörper der Art sollten daher immer möglichst unangetastet im Habitat verbleiben. Unseren Erstfund der Bischofsmütze machten wir zum Beispiel in einem Kalkbuchenwald mit ganz vereinzelt eingestreuten Kiefern, Fichten und Tannen. Der in der Literatur oft zu findende Hinweis, dass die Art nur im Nadelwald gefunden werden kann, ist somit nicht ganz korrekt. Einzelnes Nadelgehölz reicht hier anscheinend durchaus aus. Theoretisch und auch praktisch ist die Bischofsmütze korrekt zubereitet essbar. Die Bischofsmütze enthält nämlich den hitzeinstabilen Giftstoff Chyrometrin. Dieser Giftstoff wird durch Erhitzen oder auch Trocknen zerstört. Die Bischofsmütze enthält im Vergleich zur noch giftigeren Frühjahrslorchel zwar weniger Chyrometrin, dennoch kommt es bei Sammlern der verschiedenen Lorchelarten immer wieder zu schweren Vergiftungen, weshalb aus unserer Sicht komplett davon abzuraten ist, Arten wie die Bischofsmütze oder auch die Frühjahrslorchel oder die Riesenlorchel für Speisezwecke zu sammeln. Hinzu kommt bei der Bischofsmütze die Seltenheit. Alleine schon aufgrund der Seltenheit der Art kann man vom Sammeln der Bischofsmütze für Speisezwecke nur abraten. Die Bischofsmütze erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 12 cm. Der Hut kann in verschiedenen Brauntönen daherkommen. In der Regel bewegt sich das Farbspektrum dabei zwischen ockerbräunlich und rotbräunlich. Die Hutform ist am besten als lappenartiges Gebilde zu beschreiben und kann je nach Alter und Wachstum mehrere Enden aufweisen und so auch an die Zipfellorchel erinnern. Die Hutoberfläche der Bischofsmütze fällt unregelmäßig glatt bis runzelig aus. Vor allem bei ausgewachsenen Fruchtkörpern sind die Hüte innen hohl, wobei die Innenseite des Hutes in der Regel deutlich heller, fast weißlich, gefärbt ist als die Außenseite. Das Sporenpulver der Bischofsmütze ist cremeweißlich gefärbt. Der Stiel der Bischofsmütze kann mit bis zu 20 cm eine beträchtliche Länge erreichen. In der Literatur wird aber teilweise von noch längeren Stielen berichtet. Der Stiel ist weißlich bis weißbräunlich gefärbt, die Stielbasis liegt oft flach auf dem Substrat auf und ist oft etwas schmutzig gelblich verfärbt. Der Stiel ist außerdem häufig etwas schief und kammerartig hohl. Das Fleisch der Bischofsmütze ist weißlich bis weißbräunlich gefärbt und besitzt die von Lorcheln, Morcheln, Werpeln gewohnte typische wachsartige Konsistenz. Der Geruch fällt sehr angenehm, pilzig aromatisch aus. Die Geschmacksprobe soll hingegen relativ neutral ausfallen, sollte wegen des Chyrometringehalts aber unbedingt vermieden werden. Verwechselt werden kann die Bischofsmütze vor allem mit anderen Lorcheln. Dazu zählen zum Beispiel die Frühjahrslorchel, die Zipfellorchel, die vielgestaltige Lorchel oder die hier gezeigte Riesenlorchel. Da die Bischofsmütze wie beschrieben gerne im Spätherbst erscheint, wird die Bischofsmütze selten auch für eine Herbstlorchel gehalten. Die Herbstlorchel besitzt aber einen komplett anderen Aufbau des Fruchtkörpers und ist zudem immer komplett weißlich gefärbt. Wie gewohnt zum Abschluss noch einige Detailaufnahmen der Bischofsmütze, damit ihr euch die Merkmale dieser wunderschönen Art einprägen könnt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, viel Spaß mit dem restlichen Video und dann sehen wir uns auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt.